Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute schon wieder Rival Stars Horse Racing. Ich hatte jetzt schon gedacht, dass ich gar keine Folge mehr von Rival Stars Horse Racing bringe, aber irgendwie lässt mich das Spiel doch nicht wirklich los. Irgendwie möchte ich doch weiterkommen und in dem Spiel was erreichen, obwohl es sehr, 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 sehr Pay-to-Win-lastig ist. Es kam ein Update raus, das ich sehr interessant fand, Leute. Ich hoffe, ich blende jetzt ein paar Bilder von dem Update ein. Und zwar bekommen wir neue Gegenstände für den Shop. Wir bekommen neue Bilder. Also wir können ab sofort, nicht ab sofort, ich glaube nächste Woche oder so kommt das Update. Da können wir dann immer 3 Pferde haben, bei denen wir Bilder machen. Und es kommt Augmented Reality rein. Das heißt, wir können unsere Pferde in unsere echte Welt reinsetzen. Und dann da Fotos mit den Pferden machen. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ich persönlich hätte mir gewünscht, dass es ein bisschen leichter gemacht wird, dass man Pferde bekommen kann. Ich weiß nicht, ob das irgendwann noch reinkommt oder nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Aber Leute, als erstes sind wir jetzt einfach wieder in Rival Stars. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das Spiel im Moment noch spielt. Weil ich hatte schon ein paar Kommentare bekommen, dass ihr das Spiel nicht mehr spielt. Was ich nachvollziehen kann, weil es ist wirklich sehr, sehr krass. Page to win. Aber Leute, nichtsdestotrotz spielen wir es trotzdem immer noch weiter. Ich habe einfach Spaß dran, Leute. Ich hätte mir wahnsinnig gerne jetzt endlich mal die Satteldecke gekauft, weil ich habe ja gefühlt irgendwie nie Geld und ich komme im Moment auch irgendwie nicht mehr wirklich zu Gold, was irgendwie sehr, sehr schade ist. Aber Leute, was ich unbedingt gerne haben möchte, ist diese Satteldecke. Ich finde die so schön und die würde quasi das komplett verschönern. Jetzt Moment, wo ist denn meine Maus, mit der ich immer spiele? Die Raindrops Blossom. Hier ist sie. Die Raindrops Blossom. Und es sieht nämlich richtig toll aus. Also das wäre das erste Teil des Sets, das ich echt gerne hätte. Aber 57 Gold fehlt mir hier. Vielleicht schaffen wir es in irgendeiner Form. Und das nächste, was ich mir dann kaufen würde, sind die Scheuklappen für 750. Ich krieg's nicht raus, Leute. Und danach dann eben Zaumzeug für 500 und der Sattel für nochmal 1000, was heftig ist. Aber dieses Set wird schon richtig nice aussehen. Ich weiß zwar nicht, warum das alles so unglaublich teuer ist, Leute. Aber ja, also mit diesem Set wäre ich auf jeden Fall mega zufrieden. Das sieht mega, mega toll aus. Und da will ich jetzt erstmal hinarbeiten. Und wir haben ein Ziel abgeschlossen. Das habe ich gerade eben abgeschlossen. Ich habe das Pearl River Rennen 2 gewonnen mit Raindrops Blossom. Die ist mittlerweile zweimal Level 23 und einmal noch Level 22. Das heißt, noch einmal Level, dann ist sie komplett Level 23. Und oh mein Gott, wir haben 15 Gold bekommen. Nice. Wie viel bekommen wir denn hier? Auch 15 Gold, Leute. Oh, und hier haben wir noch Power Training. 16 Mal. Okay. Okay, Leute, das trifft sich sehr, sehr gut, dass ich heute nochmal züchten möchte. Das trifft sich hervorragend, denn egal, was wir haben, wir können dann eigentlich das Pferd oder die Pferde dann einfach ein bisschen trainieren. Da haben wir dann auf jeden Fall schon 5 Mal pro sozusagen. Dann legen wir gleich mal los. Ich hatte mir überlegt, weil, Leute, es kommt irgendwie gar nichts mehr Gescheites raus. Meine Pferde laufen im Moment immer Mitte. Die Sunbeam Sorrow läuft auch Mitte. Die wäre richtig gut gewesen. Mit der hätte ich vermutlich auch weiter gezüchtet. Aber sie ist wieder Mitte, Leute. Mitte bringt uns gar nichts. Bringt uns absolut nichts. Tschüss, du kleine süße Maus. Du bist echt süß. Es bringt uns einfach nichts. Das heißt, unser Deckhengst, den wir haben, Attack Anecdote, der ist auch Mitte. Ich weiß zwar nicht, aus welchem Grund er Mitte ist, aber er ist Mitte. Er kommt von 2 Elternteilen, die hinten laufen. Und deswegen werde ich jetzt Humble nochmal als Deckhengst hernehmen. Mein wunderschöner Humble Heart. Und der muss jetzt nochmal herhalten. Wir züchten nämlich jetzt nochmal. Oh mein Gott, es ist ein schönes Pferd. Aber Stufe 4, Leute, es bringt uns gar nichts. Er wäre Stufe 5. Er ist ein Hübscher. Er hat 50, 51, 54. Jetzt Moment, was hat denn Humble? Der ist viel besser wie Humble. Humble hat 51, 51 und 50. Und jetzt Moment. Und der hat 51, 54 und 50. Läuft hinten gerne.
Der ist mega, Leute. Wir gucken ihn uns mal an. Er sieht jetzt nicht krass besonders aus, aber das hat ja nichts zu heißen, oder? Er hat jetzt auch nichts Besonderes im Stammbaum. Was hat denn Humble im Stammbaum? Aber der ist halt viel besser wie Humble. Definitiv, Leute. Humble hat auch nichts Interessantes im Stammbaum. Leute, wir nehmen den anderen. Der ist natürlich der Oberknaller, Leute. Aber der Star-Club ist einfach auch zu teuer. Ich weiß, ich hate im Moment jetzt richtig viel. Aber wie gesagt, ich wollte das Spiel eigentlich aufgeben, aber ja, ne? Hat super funktioniert, Leute. Super hat es funktioniert. So, hier ist er, der kleine Mann. Der kostet auch nicht wirklich viel mehr. Nur 2000? Das ist super. Den nehmen wir. Oh mein Gott, ich bin mega krass gespannt, was dabei rauskommt. Drückt mir die Daumen. Bitte drückt die Daumen. Das, was Tolles rauskommt, wahrscheinlich kriege ich wieder einen Fuchs oder einen Bay oder irgendwie sowas. Leute, wir sehen uns gleich wieder, wenn, ne, ihr wisst Bescheid, das Fohlen da ist. Und dann ist es soweit. Oh mein Gott, Leute. Und natürlich ist es ein vollkommen normaler Hengst diesmal aber. Chronicle Caper. Das klingt irgendwie ganz lustig. So, jetzt gucken wir mal, was er für Werte hat. Mitte. Ja gut, Leute. Er hat Mitte. Ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Dieses Spiel trollt mich einfach den ganzen Tag. Jedes Mal, wenn ich es spiele, trollt mich dieses Spiel. Es ist unglaublich. So, dann kriegen wir wieder 15 Gold. Oh mein Gott, Leute. Wir haben jetzt gar nicht mehr so viel für die 1000. Jetzt passt mal auf. Was brauchen wir denn alles noch? Wir brauchen den Gewinn vom Rivalen. Verkaufe ein Pferd mit folgender bevorzugter Position Mitte. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Das heißt, ich werde ihn jetzt einfach mal erst ein bisschen trainieren auf Stufe 5. Dann werde ich ihn leveln auf Stufe 5, weil das kann man ja sofort machen. Und dann verkaufe ich ihn wieder und bekomme 15 Gold. Das ist der absolute Oberknaller, Leute. Und die Herausforderungen haben wir auch noch. Jetzt passt auf, wir brauchen aber nicht mehr viel. Ihr hattet mir gesagt, dass ich die Rosen sparen soll und dann zum Rad gehen soll und einfach so lange das Rad drehen, bis ich die 275 abgesahnt habe. Und ich hätte gesagt, das machen wir jetzt einfach. Das ist doch eine richtig gute Zeit. Ja. Es ist eine richtig gute Zeit, Leute. Wir drehen erneut. Und es wird immer teurer mit dem Rad. Aber es ist auf jeden Fall so, dass man irgendwann quasi nur noch diese 275 offen hat und die dann automatisch bekommt. Und wenn man die quasi davor bekommt, dann ja, dann passt es halt, ne? Ihr wisst Bescheid. Und es wird halt immer teurer. Aber ich habe ja relativ viel. Und das heißt, wir könnten uns dann jetzt die erste. Ja. Nein. Das ist doch nicht dein Ernst. Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Es war so knapp. Es war einfach nur zu knapp. Ach, es war so knapp, Leute. Es war so knapp. Oh nein, es wird nix. Oh, da habe ich viel zu fest gedrückt. Ja, mit dem Hammer, ne? Ja, braucht man unbedingt. Ja, so einen Hammer braucht man auf jeden Fall. Das hat sich voll rentiert für die ganzen Rosen. Erneut drehen. Ja, jetzt wird es langsam echt teuer. Jetzt kriegen wir auf jeden Fall schon mal 17 Gold, oder? Nee, nicht mal. Oh mein Gott, Leute. Dieses Spiel! Ah, ich Rage-quitte jetzt gleich. Ganz ehrlich, Leute, dieses Spiel. Ja, nein. Ah, das wird wieder nichts. Ich weiß nicht, was. Leute, es wird vermutlich das Letzte sein, was wir drehen. Es wird vermutlich das Letzte sein, was wir drehen, weil es kostet mittlerweile schon 1000. Ja, es wird das Letzte sein, was wir drehen. Wir kriegen jetzt die 17 Gold. Unbelievable, Leute. Unbelievable. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Aber ihr habt auf jeden Fall recht. Ich habe genug, genug Rosen, dass ich mir diese 275 definitiv gönne. Könnte ich die jetzt bitte haben? Bitte. Stopp. Bitte bleibt. Das ist doch nicht dein Ernst. Ja. Wir haben noch 2 übrig. Wir zahlen mittlerweile über 2000.
Ich kann dazu gar nichts mehr sagen, Leute. Ich habe jetzt wirklich... Bis zum letzten Mal musste ich jetzt drehen. 3627. Leute, ich glaube, ich habe jetzt über 10.000 ausgegeben, dass ich diese 275 bekomme. Es ist krass, Leute. Aber wir haben jetzt 275 Gold bekommen, was definitiv cool ist. Wir haben alle Preise abgeräumt, die es gibt. Und können uns jetzt die Ausrüstung kaufen, die wir haben wollen. Ich muss lachen, weil es ist einfach echt dieses Spiel. So, was wollten wir haben? Wir wollten uns als allererstes das hier kaufen, denn mir gefällt die wahnsinnig gut. Es gibt auch noch eine besondere Decke, die gefällt mir aber tatsächlich gar nicht so gut. Mir gefällt die am allerbesten. Bevor wir die aber kaufen, ich werde die jetzt nicht heute kaufen, möchte ich gerne das neue Update abwarten, denn im Update kommen neue schöne Gegenstände dran und ich bin mega gespannt, was dann da für Gegenstände dabei sind. Und wir haben jetzt 1265 Gold, das heißt, wir können uns dann nächstes Mal was aussuchen. Und um unsere Rosen wieder ein bisschen reinzubekommen, gehen wir jetzt zum Abschluss noch eines der Events. Wir haben immer noch kein Level 1 Pferd. Wir müssen jetzt irgendwie was dagegen tun. Wir könnten mal ganz kurz in den Markt gucken, ob wir vielleicht ein Level 1 Pferd zum Kaufen haben. Oha, dann könnten wir doch einmal ein gutes Sattelzeug kaufen. Das hat sich gerade erweitert. Und ansonsten gibt es nur Level 2, 5 und 6 Pferde. Der ist auch sehr, sehr hübsch, aber sehr teuer. Okay, da geht nichts, dann... Das macht nichts. Wir gehen das zweite Rennen mit Pleasant Perspective. Sie läuft gerne vorne. Excitement building here at Parsons Valley. High hopes for the favorite champions. Wir sind nicht der Champion. Oh, wir haben keine Chance, sagt er. Ja, super. Wir zu früh. Natürlich. Wo müssen wir denn hin? Hallo, könntest du bitte rüber? Bitte, hallo. Seht ihr das? Ich kann nicht lenken. Ich kann nicht lenken, es geht nicht. Ich kann nicht lenken. Ich kann nicht lenken jetzt. Hä? Jetzt geht's. Oh mein Gott, Leute, was war denn das? Jetzt habt ihr das gesehen? Ich konnte nicht lenken. Jetzt, Moment, wir sprinten jetzt mal ganz kurz nach vorne, weil unser Pferd läuft eben gerne vorne. So, dann ziehen wir rüber. Kommt sie rüber? So, jetzt sind wir zumindest einige... Ach Gott, wir können es komplett vergessen. Hier bräuchten wir jetzt ein Pferd, das hinten läuft. Die sind alle so viel schneller wie wir. Leute, wir haben absolut keine Chance. Und irgendjemand drängt uns da immer noch ab. Jetzt sind wir draußen. Ja. Gut. Wir sind... Was ist denn jetzt hier los? Oh mein Gott, Leute. Ich habe heute kein Glück in diesem Spiel. Ich muss es die ganze Zeit hier dagegen drücken, weil ansonsten drängt mich jemand ab. Das ist ja nervig. Ah, ihr merkt, ich habe schon länger nicht mehr gespielt. Aber ich habe es jetzt gerade von vorhin am Anfang ja schon von der Aufnahme gesagt. Irgendwie zieht es mich immer wieder zurück zu diesem Spiel. Kann es euch nicht sagen, aber das Problem hier jetzt ist gerade, ich habe überhaupt keine Linie, in keinster Weise. Das ist mir auch noch, glaube ich, noch nie passiert, dass die Pferde alle so viel schneller sind wie ich. Habe ich ein schlechtes Level 3 Pferd? Ganz offensichtlich, Leute, weil guck mal. Wobei, wir halten schon theoretisch mit. Wir hatten, glaube ich, am Anfang nur einfach mega krasse Probleme. So, wir fangen jetzt mal hier an zu sprinten. Es bringt zwar, wir haben es nicht mal geschafft, die Linie in irgendeiner Form zu bekommen, Leute. Ich habe keine Ahnung, ob ich irgendwelche Rosen jetzt bekomme. Das war das schlimmste Rennen ever. Wir sind Achter geworden. Was? Wir sind Achter geworden und... Dieses Event endet in irgendwie 6 oder 7 oder 8 Stunden.
Was? Ich dachte, das ist der schlechteste Run ever gewesen. Leute, und derweil, und es hat am Anfang ja noch gebackt. Und wir haben nur knapp die 40 Rosen nicht geschafft. Ich bin gerade etwas überrascht, Leute. Jetzt pass mal auf. Ja, in 8,5 Stunden endet das Event schon und wir sind jetzt Achter. What? Ich kann es gerade absolut nicht fassen, Leute. Das war gar nicht so. Ehrlich, hands on, ich dachte, das war das schlechteste Rennen ever. Ich glaube, das war auch mein schlechtestes Rennen. Aber Leute, wir sind Achter. Ich möchte mich nicht beschweren. Dann hätte ich aber gesagt, was ist das mit dieser Folge von Rival Stars? Falls euch Rival Stars gefällt und ihr gern weitere Folgen sehen wollt, dann gebt dem Video doch einen Like und einen Kommentar. Und dann bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Servus!